Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Videoblog. Wir sind Karpfenangeln. Ich spreche von wir, weil dieser kleine Wurm und ich, nein, dieser kleine Wurm und ich. Hola, ¿qué tal? Und noch ein anderer Patient. Wir sind hier auf einer Insel gefangen und versuchen uns irgendwie bei Laune zu halten mit Karpfenangeln. Na dann, du kleine Hippie-Braut, rein ins Boot. Hopp, hopp. Ja, schau mal an, das Licht bringt er an. Jetzt läuft er. Ja, Mercury-Qualität. So, wir bringen jetzt die erste Rute raus vom Robin. Und danach sind zweite dran. Wie viele Routen bringen wir für dich raus? Drei? Vier insgesamt, aber erstmal checken wir jetzt hier vorne einen ufernahen Futterplatz. Den Marker sieht man schon im Hintergrund. Okay. Ich habe hier einen Spotfinder am Start, kann auf den Boden gucken und will mal sehen, was an Futter weggefressen ist. Gestern Nacht, beziehungsweise ganz früh heute Morgen kam Fisch. Danach nichts mehr und ich glaube, es liegt kein Trümmel mehr. Mit voller Wucht werden die Boilies hier rausgeworfen. Der Platz ist relativ groß, großflächig angefüttert. Also, hier wird anständig gefüttert, aber Partikel, das frisst sich halt auch ganz schnell weg. Auch gerade Brassen fressen uns ja auch schnell weg. Das wäre auch nur, um die Fische auf dem Platz zu locken, ne? Ziel ist jetzt halt schon hier auf dem Platz auch wirklich das Ding zum Laufen zu kriegen, richtig. Die Freiwasserplätze, wenn die einmal angelaufen sind, dann klappt es eigentlich auch ganz gut. Aber man darf dann auch nicht zu wenig Futter bringen und die Fische wieder schnell weg. So, jetzt sind meine Montagen dran hier. Mein Boilie schon fertig. 24 mm Simo Life System. Die werde ich jetzt da hinten in die Bucht ablegen. Der Robin hilft mir. Andre Agassi. Andre Agassi. Alias The Slash. Meine Priester hier von Kai. Während der Robin hinten seine Muskelkraft spielen lässt. Yay! Hier, meine zweite Montage. Pinker Pop-Up am Multi-Rig-System. Hau ich mir jetzt auch in die Bucht rein. Los geht's. Ja. Pink. Pink! So, die Routen liegen. Bommel. Das war ja verrückt, ey. Die Route gerade abgelegt, die liegt keine drei Minuten. Und dann ging der Bissanzeiger los und ich habe erst gedacht, habt ihr das gehört? Und die Jungs haben es nicht gehört, ha? Huh? Und dann habe ich gedacht, das wäre mein Kopf, das Piep-Piep. War es aber nicht. Der liebe Jörg, der hat mir den Fisch gekeschert. Ich habe jetzt mal schnell die GoPro geholt und dann schauen wir uns den Fisch mal gemeinsam an. Wenn der Robin uns die Abpackmatte bringt, oder? Genau. So viel können wir schon mal verraten. Es wird ein schöner Spiegelkarpfen sein. Ja. Ey, das ist aber Blitzkarpfen. Der muss ja... Keine drei Minuten, ne? Ey, wir sind ja noch mal zurück, weil ich den verzogen habe. Die stören sich da angeblich, oder stören sich da gar nicht an den Motorengeräusch. Verrückt. Nice. Der größte Karpfen dieses Jahr für mich. Da haben wir ihn. Mega Bobs, richtig geiler Fisch. Ach man, heute die Bild für Karpfen gemacht. Okay, let's go back in the water. Wir bringen den Fisch jetzt wieder zurück. Kommst du mit? Hallo, es läuft. Jetzt habe ich auch mal endlich einen Biss bekommen. Ich angle ja nicht die Uferkanten, sondern auf den großen Freiwasserflächen. Futterplatz. Und ist gerade abgeschnattert, die Route, den richtig ab. Der Absenker, der da gleich hochkommt.
Ah, schön. Ja. Nee. Nein. Oh, was ist denn los heute hier? Ich fisch verloren. So, Action. Yes. Ja. Hast gerade ein Nickerchen gemacht und jetzt läuft es hier auf einmal, ne? Ich bin ganz matschig. Ja, der Bissanzeiger hat mich geweckt, kommt auf mich zugeschwommen. Das ist echt phänomenal. Liegt ja nah am Holz und bis jetzt sind die Fische alle auf mich zugeschwommen gekommen. Wir brauchen das Boot nicht zum Drillen. Ja. Mal links rüber laufen. Lauf mal mit. Nice. Den Schweinesee. Vielleicht hat er jetzt erst realisiert, dass er dran ist. Mach ich den zu. Auf jeden Fall relativ spät dazu entschieden zu kämpfen. Ja. Da habe ich gerade schon das Ganze gesehen. Der ist nicht so klein, wie du dachtest am Anfang. Keine Brassen? Nee, ist keine Brassen. Was ist so dunkel? Jawohl! Schöner Kämpfer. Guter Fisch. Boah. Wir sehen noch gar nicht. Guck mal, ich nehme mal ein bisschen mehr. Schön. Oh, wo ist er? Toll. Der ist gut. Ich glaube, ich muss meinen gleich nochmal fahren. Toller Fisch, oder? Ach, schau dir den an. Wow! Schöne gelbe Färbung unten, ne? Toll. Der hat anfangs erst gar keinen Radau gemacht, sondern auf mich zugeschwommen. Das wäre eine Brasse oder so, aber weit entfernt von der Brasse. Super. Klasse, klasse Fisch. Wenn ich meine Route rausbringe. Also echt jetzt, ich hab die doch gerade erst ausgelegt.
Also die Montage liegt da keine 3 Minuten. Und darf ich zu dir schreiben? Ich glaube, die Jungs haben es noch nicht mitgekriegt. Unglücklicherweise habe ich meine Köcherstange verloren. Ja, ist drin. Warte, richtig. Süßer kleiner Schuppi. Yes. Wir lassen ihn direkt wieder schön. Tschüss, mein Freund. So, das war eine kurze Session. Ich habe die Jungs jetzt. Wie lange war ich da? 24 Stunden oder so? Ungefähr, ein bisschen länger. Ja, besucht, jetzt geht's für mich weiter. Der liebe Robin war so nett, mich herzufahren. Das war cool. Ungefähr 24 Stunden 5 Fische für mich. Die Jungs haben auch noch anständig gefeiert. Nicht gefeiert, sondern gefangen. Ein Feierfang haben wir gemacht. Ja. Ich blende mal ein paar Bilder ein hier. Ja, das war cool. Schön, dass du da warst. Das hat uns auch total gefreut. Ja, vielen Dank. Und wir sehen uns bald wieder. Bleib gesund. Wenn dir das Video gefallen hat, weißt, was zu tun ist. Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, folgt den Jungs auf ihren Instagram-Channels. Und der Robin hat auch ein richtig schönes Video gemacht von dem Trip. Wo kannst du das angucken? YouTube? Auf meinem YouTube-Kanal. Okay. Genau, einfach bei YouTube. Robin Illner eintippen. Ah, ich findet's. Ja, ich pack den Link unten in die Beschreibung. Kannst ranklicken. Leute, ich hab's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Videoblog. Rini hauen. Tschüss. Ciao.